Vor kurzem habe ich eine Nachricht erhalten, dass die Inhalte zum Wintergrundlagenkurs zwar allesamt gut und ausführlich sind, und das freut mich, aber dadurch in der Vorbereitung auf eine Tour nicht so schnell zusammengestellt sind. Deshalb heute meine Lösung für euch: die Wintertouren, also Skitouren und Schneeschuhtouren, Checkliste für all eure künftigen Touren. Los geht's! Anlass für das heutige Video ist eine Nachricht gewesen, in der sich jemand gewünscht hat, dass es doch ein Video geben sollte, mit dem man sozusagen jedes Mal aufs Neue eine Tour von Anfang bis Ende im Winter planen kann und sich zurechtfindet. Das habe ich nämlich vor einiger Zeit auch schon mal für den Sommer gemacht. Deshalb findet ihr in der Zeitleiste des Videos da unten auch die einzelnen Bereiche, die ich persönlich in dieser Reihenfolge immer angehe, um meine Touren zu planen und letztlich auch durchzuführen. Damit wird es zu einer Checkliste, die oberflächlich ist, aber die Details gibt es ja in den entsprechenden Videos dazu. Fangen wir also mit Schritt Nummer 1 an, der Tour per se. Man sollte sich im Winter schlichtweg nicht überfordern. Ja, man möchte natürlich für die Sommerprojekte fit sein, aber man sollte nicht vergessen, dass alles im Winter ein wenig schwerer ist und länger dauert. Gleichzeitig sind aber auch die Tage wesentlich kürzer, was die Wahl der Touren einfach deutlich eher einschränkt. Klar ist aber, dass Skifahrer hier einen klaren Vorteil haben. Sie müssen für den Abstieg nur einen Bruchteil der Zeit einrechnen. Trotzdem, habt ihr im Sommer Touren mit 2000 Höhenmeter Unterschied gemacht, solltet ihr euch im Winter eher bei 1500 begnügen. Also grundsätzlich einem Viertel, wenn nicht sogar nur einem Drittel der eigentlichen Tourenlänge. Aber bevor es auf die Tour geht, sollte man sich natürlich mit den Schneelagen und den Lawinengefahren beschäftigen. Also bevor ich meine Ausrüstung packe, geht's um den Schnee. Habe ich überhaupt genug Schnee, um vom Parkplatz wegzukommen? Oder muss ich einige Zeit meine Ausrüstung tragen? Das ist natürlich wichtig, denn dann weiß ich, wie anstrengend die Tour wird. Außerdem gibt es dann natürlich noch den Blick in den Lawinenlagebericht. Hier überprüfe ich, ob die Exposition meiner Tour im LLB vorkommt und gefährdet ist. Außerdem schaue ich mir die Probleme der Schneedecke an und stelle mich auf die entsprechenden Warnzeichen während der Tour vorweg ein. Dann kontrolliere ich vor allem nochmal die Neigungen der Tour und auch die möglichen Abfahrten. Schließlich möchte ich meine Tour auch meinem Können angepasst haben. Und dafür spielt die Hangneigung natürlich eine maßgebliche Rolle. Hier unterstützen mich Karten mit beispielsweise Hangneigungslayer. Dann ist es natürlich wichtig, dass auch die richtigen Partner dabei sind, um die Tour sicher und unterhaltsam zu gestalten. Auch mit denen muss natürlich alles abgesprochen sein, damit niemand über eventuelle Gefahren im Unklaren ist und jeder den gleichen Plan hat. Kommen wir nun zur Ausrüstung und beginnen wir mit der Sicherheitsausrüstung. Einen fixen Platz im Rucksack sollten stets diese vier Gegenstände bekommen: Lawinensonde, Lawinenschaufel, Erste-Hilfe-Set und Biwaksack. Keine Sorge, das LVS-Gerät habe ich nicht vergessen, nur das kommt ja nicht in den Rucksack, sondern an den Körper. Insofern mitnehmen, aber nicht zu tief einpacken. Wenn die Sicherheitsausrüstung steht, dann sollte man sich mit der Bekleidung beschäftigen. Egal wie warm es wird, es sollte immer mehr Bekleidung mitgeführt werden. Der Grund ist einfach: bei einer Verletzung oder einem Wetterumbruch oder starkem Sturm oder macht es Sinn, trotzdem gut ausgestattet zu sein und unterwegs zu sein. Deshalb nehmt grundsätzlich mal lieber einen 30 Liter Rucksack und keinen 6 Liter Trailrunning Rucksack. Fleecejacke, Daunenjacke und Hardshelljacke sollten in den Rucksack oder eben an den Körper, je nachdem bei welchen Temperaturen man unterwegs ist. Außerdem lohnt sich, ein Thermoshirt zusätzlich einzupacken, um am Gipfel ein trockenes Shirt zu haben, falls man es wechseln möchte. Auch Ersatzhandschuhe sind im Zweifelsfall ein wahrlich wichtiges Gut, da sie bei Verlust des ersten Paars ein echter Fingerretter sein können. Eine Sonnenbrille ist nicht schlecht, um bei starker Sonneneinstrahlung über die lange Dauer der Tour die Netzhaut zu schonen. Außerdem natürlich auch eine Stirnlampe. Und klar, wer mit Skiern unterwegs ist, sollte natürlich auch auf den Helm nicht vergessen, um auch bei der Abfahrt immer einen warmen und vor allem vollständigen Kopf zu haben. Selbst wenn man stürzt. Und egal ob mit Ski oder mit Schneeschuhen, die Stöcke sind natürlich ebenfalls ein wichtiger Begleiter. Und selbstverständlich, wenn es statt einer einfachen Wintertour auf eine winterliche Ski-Hochtour geht, dann dürfen natürlich die Klassiker wie Eisschrauben, Seil, Pickel, Schraubkarabiner, Bandschlingen, Rebschnüre und Co. eben auch nicht fehlen. Bevor die Tour aber wirklich startet, oder besser gesagt, bevor ich meine ersten Meter mit dem Auto zurücklege, wird morgens natürlich nochmal das Wetter gecheckt. Denn wenn es hier deutliche Abweichungen zur Prognose des Vortags gibt, dann kann das unter Umständen spannend werden. Schließlich hängen unerwartete Neuschneemassen und die Lawinengefahr beispielsweise ganz gut miteinander zusammen. Wenn diese Neuschneemassen aber völlig unverhofft kommen, dann ist das natürlich nicht einkalkuliert. Aber Gott sei Dank gilt hier nicht: unverhofft kommt oft. Ist man erstmal in der Tour angekommen und unterwegs,
dann ist es natürlich wichtig, dass man bereits zuvor richtig losstartet, vor allem was die Wärmeregulierung betrifft. Also lieber bei dem Merksatz bleiben, beim Losgehen frieren, beim Aufstieg triumphieren. Dann passt das schon. Außerdem darf man beim Aufstieg natürlich nicht vergessen. Ist man der Erste, der mit Skiern eine Spur anlegt, dann tut man den anderen am besten einen Gefallen, indem man die Spur nicht zu steil anlegt. Schließlich sind die Bedingungen ja vielleicht nicht immer so genial wie an eurer heutigen Tour. Und wenn wir mit Schnee schon unterwegs sind, dann achten wir auch darauf, die Spuren nicht immer blind irgendwo zu setzen, sondern vielleicht eine schöne Tourenskispur nicht zu zerstören und uns eine eigene zu basteln. Trainiert die Oberschenkel und macht auch Spaß. Außerdem behalten wir immer wieder mal die Hänge links und rechts von uns im Blick und beobachten ein wenig das Geschehen. Wenn die Bedingungen gut sind, genießen wir die Aussicht und wenn die Lage angespannt ist, verpassen wir keine warnenden Situationen. Außerdem tun wir uns allen gemeinsam einen Gefallen, wenn wir darauf achten, dass wir als Gruppe immer beisammen bleiben und somit erstens mal nicht vereinsamen und zweitens auch mitbekommen, wenn irgendjemand vielleicht gesundheitliche Probleme hat. Trotzdem sollte man beim Abfahren auf jeden Fall auch entsprechende Entlastungsabstände einhalten, um auch bei angespannten Situationen möglichst sicher unterwegs sein zu können. Denn gerade die helfen dabei, die Schneedecke nicht zu stark zu beanspruchen. Das sind eben alles kleine Details, die während der Tour die Sicherheit und auch den Gefallen am Tun deutlich steigern können. Außerdem ein kleiner Tipp, der alles andere als geheim ist, aber irgendwie trotzdem nicht schlecht, ist Tee. Tut euch mal das Zusatzgewicht einer Thermosflasche an und nehmt euch einen leckeren Tee mit, dann wird der Gipfel bei jedem Wetter deutlich erträglicher und die Abfahrt startet genau wie der Aufstieg, mit einem wohligen Gefühl der Wärme. Natürlich, hier war jetzt vielleicht nicht viel Neues dabei, aber für winterliche Touren ist es vielleicht ganz praktisch, wenn es eine kleine Zusammenfassung zum Thema Ausrüstung und wichtigen Eckdaten bzw. Verhaltensweisen bei der Planung gibt. Kurz nochmal zusammengefasst, die Zusammenfassung zusammengefasst. Lawinen beachten, das Wetter kontrollieren, etwaige Veränderungen berücksichtigen, möglichst engmaschig mit den Tourenpartnern die Informationen planen und dann letztlich auch bei der Ausrüstung wirklich doppelt und dreifach kontrollieren, ob auch wirklich alles da ist. Für Skitourengeher heißt das Tourenski, Felle, Helm, Schuhe, Harscheisen, Klebeflächen für die Felle, Stöcke, Sonnenbrille oder Skibrille, Daunenjacke, Hardshelljacke, Handschuhe, Bandana, Haube und Wechselshirt. Außerdem natürlich die komplette Sicherheitsausrüstung. Für Schneeschuhgeher bleibt fast alles gleich, nur der Skiteil fällt eben weg und wird ersetzt durch ein ordentliches Paar Schneeschuhe. Einen Helm kann man sich bei durchschnittlicher Gehweise und wenig Schnaps im Proviant ebenfalls sparen. Und während der Tour schauen wir einfach aufeinander und schauen auf die Umgebung und Verhältnisse. Und dann darf eigentlich auch schon nichts mehr schiefgehen. Nächste Woche geht es dann wieder, wie im aktwechselnden Rhythmus, in die Praxis. Da sind wir wieder ordentlich unterwegs mit Tipps. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.